Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Wochenenergie am 20.02. bis 26.02.2023. So, natürlich bin ich mit dem Sternzeichen nicht fertig geworden, da ich, wie soll ich sagen, Besuch aus der Vergangenheit ganz unerwartet bekommen habe. Naja, war die Energie von gestern. Gut, macht aber nichts. Ich habe noch zwei zu machen und natürlich die Hälfte noch zu rendern. Du weißt, das dauert bei mir ein bisschen, weil ja ich keinen so ganz, ganz tollen Computer habe, aber einen tollen. Also wird es doch erst Mitte, Ende der Woche kommen, die Sternzeichen. Aber alles gut, glaube ich. So, wir gucken jetzt erstmal auf die Wochenenergie. Dass wir die schon mal gemacht haben, da haben wir sie. Und da bin ich jetzt auch wieder echt gespannt, weil die Sternzeichen sind schon sehr interessant. Sie bringen da wirklich eine Tendenz zutage, die gefällt mir wirklich gut. Und darum bin ich jetzt auf die Wochenenergie gespannt, was uns die so sagt. Siehst du das? Ja, ich bin halt richtig gut, da siehst du, glaube ich, von Anfang an. So, okay. Wir haben also Partnerschaft, Langzeitpartnerschaft, okay, und lange Energien. Also Partnerschaft ist natürlich Liebe, ja, ist aber auch jede Art von Partnerschaften. Und die, habe ich schon oft gesagt, können zum Hobby gehören, zum Beruf gehören oder auch spirituell sein, aber das lassen wir später. Also hier kommen wir zu einer langen Partnerschaft, die wirklich die Energie auch der Freundschaft hat. Und das ist, finde ich, immer ganz wichtig in einer Partnerschaft. Denn wenn man eine Liebespartnerschaft hat, war man vorher ja mal Freunde. Also es passiert zwar auch, dass man sich dort instant verliebt und man gleich nur Partner ist, aber bei ganz, ganz, ganz vielen ist man erstmal Freunde. Kennt sich ein paar Wochen oder so oder vielleicht auch ein paar Jahre, je nachdem, bevor man Partner wird. Und die Energie der Freundschaft geht in der Partnerschaft aber dann verloren, weil man an einen Partner andere Erwartungen hat wie an einen Freund. Und hier kommt die Partnerschaftsenergie und also die Partnerschaft, die lange Zeit hält, hat auch die Freundschaftsenergie und das ist ganz wichtig. Mutlosigkeit und man erkennt die Mutlosigkeit. Okay, Wissen erlangen. Also, hier heißt es, ist mal wieder, naja, wir lernen ja immer, was ich sagte, dass, ja, das sind jetzt zwei, beides. Also Partner, lange Partnerschaften münden oft in die Energie der Freundschaft und man erkennt darin die Mutlosigkeit. Das heißt, die ganze Liebesbeziehung nimmt ab und es wird Freundschaft. Und mit dem ist man ja überhaupt nicht zufrieden. Und das hat ganz verschiedene Gründe. Auf der anderen Seite, wie ich vorher sagte, ist, dass man einen Freund meistens nicht, also seinen Partner meistens nicht als Freund sieht, weil man andere Ansprüche hat. Und das ist genau das, warum es hier andersrum, dass die Partnerschaft Freundschaft wird, auf einmal mutlos wird. Man erkennt, das passt nicht mehr, weil man an eine Liebesbeziehung andere Erwartungen knüpft. Und da muss ich jetzt, das wird jetzt praktisch angestoßen, dass wir das sehen, dass wir das erkennen und hinterfragen. Und da sollte sich jeder hinterfragen, wenn ihr 30 Jahre verheiratet seid oder länger oder auch bloß 10 Jahre, ist es wirklich egal, ist dieses große Kribbeln im Bauch und das, was die Liebe am Anfang ausmacht, ja nicht mehr da oder anders da, sage ich jetzt einfach. Und sobald die Liebesbeziehung auf körperlicher Ebene zum Erliegen kommt, ist auch der Teil der Partnerschaft, der eine Partnerschaft eigentlich ausmacht, auch vorbei. Weil dann hast du nur noch einen Freund. Das ist auch oft ein Grund zur Mutlosigkeit. Und das kann aus ganz verschiedenen Gründen sein und das erlebt Mann wie Frau. Also ich kenne mindestens so viele Männer, die frustriert sind, wie Frauen, die frustriert sind. Also das hält sich wirklich die Waage, meiner Ansicht nach, wer da frustriert ist, weil nicht mehr. Okay. Jetzt ist aber die Frage, wie viel ist deine Partnerschaft wert? Ist deine Partnerschaft nur auf diese Körperlichkeit, dass die Partnerschaft trägt?
die Körperlichkeit, die Partnerschaft trägt, weil das einfach da wunderbar ist und bla bla. Und wenn das dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr ist, dann alles zu wenig ist, oder trägt die Freundschaft der Mensch an sich, die beide an sich, die Partnerschaft. Und das gilt es hier zu erkennen. Denn ich, ja, meine Meinung, immer nur meine Meinung, ich finde, dass eine Freundschaft viel mehr wert ist, wie eine reine, die, wie eine Partnerschaft, die auf Körperlichkeit getragen wird. Wenn da was passiert, fällt nämlich alles andere weg. Wenn hier was passiert, ist er immer noch mein Freund. Und er hat sich ja dann, oder sie hat sich, der Partner hat sich dann als Mensch ja nicht wirklich verändert. Der Mensch bleibt ja der gleiche. Es ist ja bloß ein Teil weggefallen. Warum auch immer. Lass uns mal das ausklammern, warum. Keine Lust, kein Bock oder Krankheit, ist vollkommen wurscht. Das ist wirklich egal. Aber es bleibt die Freundschaft. Und da ist dann deine Frage, trägt meine Beziehung nur das Körperliche oder trägt die Freundschaft meine Beziehung? Und wenn es die Freundschaft trägt, natürlich bin ich dann ein bisschen frustriert, weil das spielt ja eine große Rolle. Das Körperliche spielt ja in der Partnerschaft eine große Rolle. Aber wenn es ein Freund ist, der mir wertvoll ist, erkenne ich das. Und dann gibt es halt ja, andere Energien. Jetzt schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Es geht nämlich genau darum, die Partnerschaft zu erkennen und dass sich die Energien einfach ändern und zur Freundschaft werden. Und da sind wir auf einmal nicht mehr zufrieden mit. Und da muss man sich halt hinterfragen, warum. Freundschaft, Partnerschaft, lange Zeit. Ja, braucht Mut. Okay, lange Zeit, also über Jahrzehnte zusammen zu sein, braucht eigentlich Mut. Ja, gebe ich dir recht. Gibt Sicherheit, ja. Gibt eine Freundschaft ins Hier und Jetzt. Und gibt Liebe. Und wiederkehrendes Streit und Kampf. Und wir haben hier schlechte Gefühle. Okay. Es geht darum, um die Erwartungshaltung in einer Partnerschaft, und ist egal in welcher. Jetzt gehen wir mal von der körperlichen Partnerschaft weg, sondern einfach nur zu einer ganz normalen Partnerschaft. Was tut man in einer Partnerschaft? Ist egal, ob das jetzt Kollege, Freund, Freundin oder einfach nur Freund. Du weißt also nur einfach nur ein Freund, nicht mein Partner, sondern nur ein Freund, aber auch mit dem habe ich eine Partnerschaft. Wir treffen uns dreimal in der Woche und haben Spaß zusammen, von mir aus in der Clique oder sonst irgendwas, aber es ist eine Art Partnerschaft. Mann, hier heißt es, in einer Partnerschaft passieren viele schöne Dinge, geben dir viele Sicherheit und geben dir Liebe. Aber auch in einer Partnerschaft kommt immer wieder wiederkehrende Mutlosigkeit und Streit hinein, weil sich die Menschen ändern. Weil die Menschen andere Meinungen haben, sich entwickeln und. Das weißt du selber. Und hier werden wir erfahren, in dieser Zeit, etwas, was uns schlechte Gefühle macht, weil mein Partner, und das ist wieder im weitesten Sinne, mit dem ich mich eigentlich sehr wohl fühle, auf einmal sich, wie soll ich sagen, anders entwickelt hat, andere Meinungen hat oder. Also etwas, was mir nicht passt, auf einmal aufkommt, wieder mal. Und das macht mich mutlos und es kommt wieder in den Streit. Jetzt ist es hier die Frage, und das ist eine Frage von jedem Einzelnen, der es für sich beantworten muss. Was ist der Wichtige? Was überwiegt hier? Ist es das, weil dass meine Erwartungen nicht erfüllt sind? Das, was ich als wertvoll an dieser Partnerschaft empfinde, zum Beispiel Recht zu haben, zum Beispiel einen Rückhalt zu haben, dass ich Recht habe, dass ich auf der richtigen Schiene laufe, diese Sicherheit,
die mir das gibt im Leben, weil meine Freunde sagen ja auch, mein Partner sagt ja auch, hab nur Mut, trau dich nur, das ist richtig. Und jetzt erfahre ich hier, auf einmal kommt mein Partner und sagt, das haben wir jetzt schon immer so gemacht, aber ich glaube, das ist nichts mehr. Ich glaube, ich habe jetzt das und das und das gelesen und mich das und das und das erfahren und ich glaube, das stimmt doch nicht. Ich glaube, da haben wir uns getäuscht und ich habe mich da getäuscht. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ist egal, um was für Thema das geht. Auf einmal fällst du aus deiner Sicherheit raus, die dir diese Partnerschaft gegeben hat. Und war nicht das erste Mal, kommt immer wieder. Und das werden wir jetzt immer merken. Weil, und das kommt daher, weil wir unseren Mut, unsere Sicherheit und unsere Energie des Lebens auf diese Partnerschaft aufgebaut haben. Nicht auf uns, nicht auf unser All-Eins, nicht auf unser Innerstes, auf unsere Göttlichkeit, sondern auf diese Partnerschaft, auf diese Freundschaft. Je nachdem haben wir unser Leben aufgebaut. Und wenn diese Freundschaft jetzt wegfällt, erkennen wir, dass wir auf einmal in ein Loch fallen, weil wir diesen Rückhalt nicht mehr haben. Und das ist gut zu erkennen. Das, glaube ich, lernt jeder mal in seinem Leben, dass das passiert, dass man ja, sein Leben nicht auf andere aufbauen kann, obwohl man es, auch wenn man es gemerkt hat, dass man es nicht soll, es wieder tut. Also ganz viele tun es trotzdem wieder, weil es leichter ist. Weil man dann Bestätigung kriegt, weil du dann nicht so dir am Anfang nicht so alleine vorkommst. Ich weiß, wo das bei mir Sache war, bin ich mir wirklich alleine vorgekommen. Ich war ganz einsam, der einzige Mensch auf dieser Welt und keiner versteht mich, keiner mag mich, keiner liebt mich. Alles das fällt zusammen, wenn du sowas hast, dass eine Partnerschaft, eine Freundschaft, ist egal was es ist, aufgebaut hast, dass du da deinen Rückhalt bekommst, sei es jetzt in einer Ehe, reden wir mal von normal, dir stärkt deine Frau immer den Rücken, ist mit dir einer Meinung, schimpft mit dir über das Gleiche, freut sich über das Gleiche und auf einmal sagt deine Frau, du Spatz, ich gehe jetzt aber nicht mehr mit auf den Fußballplatz, das ist nicht mehr meins. Das heißt, hier fällt schon ein großes Stück euer gemeinsames Leben raus. Gibt Streit und Ärger, warum gehst du nicht mehr mit? Und dann sagt die Frau, nee du, ich möchte mich jetzt einfach weiterentwickeln oder ich möchte, keine Ahnung, in den Chor gehen, wo du gar nichts dafür hältst. Und dann kommt, bla bla bla, willst du in den Chor, spinnst du, was willst du denn da? Und Quatsch, Quatsch. Passiert dann trotzdem, der Streit geht zu Ende und jetzt bist du auf dem Fußballplatz alleine. Bist bei deinem Freunden alleine und deine Frau entwickelt neue Freundschaften in ihren Chor. Das heißt, ein Stück dieser Partnerschaft, was die Rückendeckung gegeben hat, ist jetzt weggefallen. Und dann passiert es natürlich, weil hier neue Menschen in den Raum der Frau kommen, dass sie auch auf einmal andere Sichtweisen sieht, weil jeder Mensch eine andere Sichtweise hat und wenn man sich nur in der Partnerschaft konzentriert, sieht man nur das, was beide sehen. Und so auf einmal sieht sie andere Sichtweisen und kommt auf einmal zu dir und sagt, dies und jenes passt jetzt auch nicht mehr, weil sie sich anders entwickelt hat und auf einmal fällt wieder ein Stück deiner Partnerschaft weg und. Ob das jetzt genau so läuft oder ob die Frau jetzt arbeiten geht oder ob der Mann eine neue Arbeit hat oder, ist vollkommen egal. Auf jeden Fall werden hier Sichtweisen und Gewohnheiten, die da waren, lange Zeit eine Partnerschaft waren, die Partnerschaft getragen hat, auf einmal verändert. Und das macht mich natürlich, ja, macht mir kein gutes Gefühl. Es kommt wiederholt zum Streit und ich erkenne, da irgendwie hat es keinen Sinn mehr. Aber die Frage ist, warum? Warum? Und das habe ich dir gerade erklärt. Weil du dein Leben auf diese Partnerschaft, wie auch immer sie gelaufen ist, aufgebaut hast. Du hast deine Kraft rausgezogen, du hast deine Zeit da investiert und nur immer in diese Partnerschaft. Das ist ja im Grunde nicht verkehrt, aber eigentlich solltest du dein Leben auf dich aufbauen, auf dein Innerstes, auf deine Göttlichkeit und die Partnerschaft läuft nebenher. Und wenn diese Partnerschaft und Freundschaft nebenher läuft, neben dem deiner eigenen Entwicklung und Aufbau deines Lebens auf dich, darf sich die Partnerschaft verändern, wie sie will. Es stört dich nicht und es kommt auch nicht zu diesem Kampf, weil du deinen Rückhalt in dir selber hast. Und das ist das, was uns hier gezeigt werden will, dass jegliche Art von Partnerschaft dir natürlich eine Zeit lang
auch lange Zeit oder eine Zeit lang, hier wirklich das Leben erleichtert. Aber sobald sich einer in der Partnerschaft ändert, hier wirklich alles auseinanderfallen kann und du dann einfach alleine dastehst. Und das gilt es jetzt zu erkennen. Und man kann ja, ganz viele von uns sind ja in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft, die ja noch einigermaßen gut läuft. Dann kann man ja parallel sein Leben jetzt anfangen, auf sich zu stellen. Ändert zwar auch ganz viel in der Partnerschaft, aber es belastet dich nicht so. Und wenn du dann ganz offen mit deinem Mann, mit deinem Freund, mit deiner Frau sprichst und eben sagst, ja okay, verstehe ich, aber ich mache das jetzt so und so, ich möchte mich entwickeln, meine Fähigkeiten, mein Sein und die Kraft, die Stärke, den Mut, die Sicherheit in mir finden, weil mir das ganz wichtig ist. Und das wäre auch für dich wichtig. Kann man das auch parallel machen? Nicht alle machen damit, aber das kann man auch tun. Nur es ist für dich, und das ist immer das, was ich sage, du musst immer erstmal auf dich schauen, weil wenn diese Partnerschaft hält, also wenn es dann trotzdem hält, obwohl du dich jetzt entwickelst, du aber dein Leben auf deine Füße gestellt hast, auf deine Kraft, auf deine Sicherheit, auf deine Stärke, auf deine Gefühle, gibst du damit automatisch den Rückhalt zu deinem Partner. Ob der das dann genauso lebt wie du, das ist seine Sache. Bestreiten wirst du mit ihm nicht, weil du ihn offen lässt, weil du ihm sein lässt, wie er ist. Das kommt automatisch, dass du viel toleranter zu anderen bist, wenn du die Selbstsicherheit in dir hast, weil sonst du hast immer einen Verlust. Und darum kommt ja dieser Streit. Du hast einen Streit, weil du eine Sicherheit, deinen Mut oder deinen Rückhalt verlierst. Und darum kommt dieser Streit. Wenn du aber das in dir hast, kommt dieser Streit gar nicht, weil du sagst, du, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da, ich kann ein Rückhalt für dich sein, du darfst aber sein, wie du bist. Und wenn sich das Leben dann auseinanderdividiert oder auseinanderläuft, dann ist es halt auch so. Wenn du die Kraft in dir hast, ist das alles viel einfacher, als wenn du die Kraft auf eine Partnerschaft drauflegst. So, das war das Weltliche, was uns hier gesagt werden will. Hier geht es wirklich um Partnerschaft jeder Art und Weise, was sie mit uns macht, wie sie uns lange Zeit helfen kann, aber auch dann wirklich hier in ein Loch schmeißen kann, weil wir eben nicht auf uns gestanden sind. So, jetzt wollen wir da mal energetisch reinschauen. Okay. Ich habe hier zwei Parteien gesehen. Einmal die Freunde und einmal du. Und hier standen die Freunde und machten lelelelelele. Das heißt einfach, auch energetisch kommen jetzt Energien, die uns aufzeigen, wo wir noch abhängig sind von anderen. Das ist das Erkennen, ich bin abhängig, weil das hier. Und wie schon gesagt, das heißt nicht hier großer Kampf und Streit in jeder Partnerschaft, sondern großes Erkennen in der Partnerschaft, wovon bin ich in meiner Partnerschaft oder durch meine Partnerschaft abhängig. Und das kannst du dann ändern. Denn dieser Streit kommt nur, wenn es immer wieder wiederholt werden muss, weil ich es nicht erkenne. Wenn ich es erkenne, wo meine Mutlosigkeit daher ist, kann ich das Wissen wirklich auch wieder mit einfließen lassen, indem ich mich stärke und damit natürlich meine Partnerschaft, die noch in Ordnung ist. Ich werde dann vielleicht der Pfeiler für meinen Partner oder auch der Wegweiser für meinen Partner. Beides ist möglich. Das wird dieser Streit und diese Mutlosigkeit, die Wiederholungen ergeben sich nur, wenn ich aus diesen Erkennen nicht meine Schlüsse ziehe und das anders mache. Das und darum sagen die Freunde, entweder du erkennst das jetzt oder du musst halt die Klasse nochmal wiederholen. Und das wird uns ja aufgezeigt, wo ist praktisch so die Achillesferse in unserem Leben, und die ist eben, weil wir unsere ganzen Energien von außen oder von unseren Partnern ziehen. Mag es der Lebenspartner, mag es der Spielpartner, der Sportpartner oder sein, anstatt, und beim Sport zum Beispiel kenne ich das, wenn du selber Sport machst und einen besseren Gegner hast,
Besseren, dann ziehst du den Schwächeren mit. Weil der ja unbedingt gegen dich gewinnen soll, wenn so ein Sport ist, wie ich ja mache, das ist ja 1 gegen 1 gewinnen. Wenn du stärker bist, stärkst du den Kleinen, weil er unbedingt gewinnen will und der wird automatisch besser. Nur für dich auf Dauer, du bleibst stehen. Du wirst nicht besser, weil du dich gar nicht so anstrengen musst. Aber er muss sich anstrengen, also du ziehst ihn. Und das ist eine Partnerschaft, eine ungleiche Partnerschaft, wo du praktisch der Rückendecker bist für den Kleinen, bei dem ziehst du hoch. Das ist hier genauso. Und du selber brauchst dann wieder einen besseren Partner, der dich zieht. Oder zwei absolute gleichwertige Partner, wo man immer wieder mal abwechselnd gewinnt, verliert, wo man wirklich sein Äußerstes geben muss, um zu gewinnen, wo es ausgeglichen ist. Das ist aber mehr was fürs Selbstvertrauen. Also wenn du besser werden willst im Sport, musst du mit einem besseren trainieren. Aber da erkennst du es eben auch. Da ist jeder, der Sport macht, dort kennt das, dass du einen schlechteren ziehen kannst. Und das ist hier auch. Du ziehst praktisch hier deinen Partner mit, weil du für ihn Mut, Sicherheit und ziehst, durch ihn bekommst. Und dann erkennst du auf einmal, dass ich selber bin, wenn er nicht da ist, der Depp. Verstehst du? Und das will uns gezeigt werden, das sollen wir erkennen. Das macht kein gutes Gefühl, aber dieses Wissen und dieses Erkennen ist wichtig und dann kannst du ja selber sagen, okay, ich baue das jetzt auf meine Füße auf. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und wir sehen uns in der Tagesenergie. Habe Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch
für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.